Wir sind heute alarmiert worden, heute in den Abendstunden, in den alten Ortskern nach Döffingen, Grafenau-Döffingen. Dort kam es nach einem Erdrutsch zu der vorgefundenen Lage hier. Wie gesagt, wir haben hier einen Erdrutsch. Die Ursache können wir aktuell noch nicht bestimmen. Daraufhin wurde die Feuerwehr Grafenau mit dem Stichwort 2THDL alarmiert. Das bedeutet ein technischer Hilfeleistungseinsatz der mittleren Stufe mit Drehleiterunterstützung. Vor Ort sind nun 7 Feuerwehrfahrzeuge mit insgesamt 23 Kräften. Die Maßnahmen gestalten sich wie folgt. Wir werden nun mit ortsansässigen Spezialfirmen und dem Gemeindebauhof das Geröll und den Abbruch eben beseitigen und werden dann über das THW mit dem örtlichen Zimmerer hier einfache Abschutzmaßnahmen durchführen. Im Anschluss daran wird vom THW ein Speziallaser positioniert, der durch die Nacht kontinuierlich Messungen vornimmt und im Zweifelsfall bei Gebäudebewegung, bei der kleinsten Bewegung bereits Alarm schlägt. Am Morgen kann dann Statiker und eine Fachfirma hier näher tätig werden. Aktuell sind die Personen aus den betroffenen und den umliegenden Gebäuden soweit evakuiert und sind auch für die Nacht bereits bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Also bislang haben wir hier noch keine Schwierigkeiten vorgefunden. Es gilt wohl aber, die Maßnahmen gut koordiniert und auch durchdacht zu treffen, um hier auf jeden Fall ein weiteres Abrutschen oder überhaupt ein Abrutschen des Gebäudes oder auch des Erdreichs auf jeden Fall zu verhindern. Also bislang gibt es dafür keine Anzeichen. Die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, sind deshalb auch Sicherungsmaßnahmen, um einfach auf jeden Fall den Zustand so zu halten, wie er aktuell vorgefunden ist. Zur Frage der Koordination ist es soweit geregelt, dass wir hier uns in einem Feuerwehreinsatz befinden und deshalb der Kommandant auch gleichzeitig hier der Einsatzleiter vor ist. Wir haben auch den Bürgermeister hier an der Einsatzstelle, der im rückwärtigen Bereich vor allem mit der Gemeinde und dem gemeindeeigenen Bauhof hier weitere Maßnahmen abspricht. Aber die Verantwortung liegt hier beim Kommandanten, beim Einsatzleiter, der dann wiederum von verschiedenen Fachberatern vom THW und auch von der Feuerwehr, von dem Baufachberater hier unterstützt wird. Also hier ist eine Mauer eingestürzt am Haus und es war jetzt die Frage, ob das Haus noch bewohnbar ist, wie weit so statisch der Zustand ist. Und wir haben entschieden, dass die 3 Gebäude, also das Haus und seine 2 Nachbargebäude geräumt werden muss, heute Nacht nicht mehr bewohnbar ist, weil es uns zu gefährlich ist, dass vielleicht eventuell dann nochmal was abbricht und dann auch Menschen oder dass die Gebäude gefährdet sind. Gut, der Bürgermeister ist im Grunde genommen der erste Ansprechpartner für die Feuerwehr und muss dann auch entscheiden als Ortspolizeibehörde. Auf der anderen Seite natürlich auch die Gefahr ins Verzug, dass wir hier solche Maßnahmen dann ergreifen. Ich bin mal froh, dass jetzt auf jeden Fall keine Personen irgendwie verletzt worden sind. Und es gilt jetzt natürlich auch beim Einsatz zu sichern, dass auch keiner von den Einsatzkräften irgendwie gefährdet ist oder zu Schaden kommt. Das ist, glaube ich, das Erste und das Wichtigste. Und deswegen lassen wir auch heute niemand mehr jetzt in die Gebäude zurück. Selbstverständlich auch natürlich bei dem Gebäude, wo direkt betroffen ist, aber auch bei den Nachbargebäuden. Die Anwohner kommen im privaten Wege unter. Die haben praktisch Angehörige, wo sie heute Nacht unterkommen können. Und sonst müssen wir auch schauen, dass die Anwohner und die Bürger irgendwo ins Hotel gehen oder von uns irgendwo eingewiesen werden. Na gut, es ist schon eine größere Maßnahme, dann holen wir halt auch den Bauhof dazu, beziehungsweise es sind auch örtliche Handwerker jetzt involviert, die aus dem Bauhof Fachwerk Handwerk kommen.